Hallo Freunde des Hörens. Ich möchte an der Stelle mal ein kleines Star Wars Theorievideo machen über das Auftauchen von Admiral Thrawn in den neuen Serien. Vorweg erwähnt, das Ganze ist wirklich absolut spekulativ und in keinster Weise bestätigt. Ich als Geschichtenerzähler würde mir halt nur noch mehr Brücken zwischen den einzelnen Serien, Büchern, Comics und Filmen wünschen und könnte mir eine ähnliche Richtung durchaus vorstellen. Wenn ihr dazu aber andere Vorstellungen habt, freue ich mich total, diese in den Kommentaren zu lesen, denn mich würde interessieren, was der eine oder andere vielleicht so über die ganze Sache denkt. So, kommen wir zu meiner Theorie. Vorweg gesagt, The Mandalorian, denke ich, wird in eine ganz andere Richtung ziehen und wie der Name der Serie uns ja schon immer sagt, es heißt ja nicht der Kopfgeldjäger, sondern The Mandalorian, würde es höchstwahrscheinlich darum gehen, dass er der unfreiwillige Mandalore wird, das Oberhaupt der Mandalorianer und in diese Rolle gestoßen wird. Die ganze Geschichte mit Thrawn allerdings und die Ahsoka-Serie, glaube ich, wird einen, obwohl das Ganze übergreifend sein wird, ganz anderen Touch annehmen. Ich hoffe, dass die Macher, die ja große Legends-Fans sind, einmal mehr versuchen werden, die Wunden zwischen Legends und Kanon zu fixen. Hier könnte ich mir vorstellen, dass das Ganze ein wenig in die alte Thrawn-Trilogie hineingeht. Hier haben wir natürlich viele Änderungen der Kernstory, ganz klar. Aber im Großen und Ganzen befinden sich die Figuren an ähnlichen Positionen, auch wenn man die ein oder andere austauschen müsste. Hier kommen wir gleich zur ersten Person, die aus meiner Sicht immens wichtig sein könnte. Ezra Bridger. Ezra bietet hier die Möglichkeit, der kanontechnische Jerun Sabayoff zu werden. Ja, ich spreche ihn so aus, denn wenn die Stimme des großen Luke Skywalkers dir das als Kind gesagt hat, dass er so ausgesprochen wird, dann wird er auch so gesprochen. Where is Grand Admiral Thrawn? Wie wir ja bereits aus dem Mandalorian wissen, versucht Thrawn an Ressourcen zu kommen, um eine Flotte aufzustellen. Er könnte also ebenso wieder probieren, die Ordnung in der Galaxis herzustellen und zurückzukehren, wie das ja auch in Legends der Fall war. Auch hier könnten ihm zufällig die Daten über die Katana-Flotte entgegengespielt werden. Die interessante verschollene Flotte, nach der Thrawn, wie in Legends, nun auch in der übergreifenden Kanon-Version strebt. Dies könnte alles in Auftrag des Imperators passieren, der A natürlich die Ressourcen, die eh schon abgebaut werden, für seine Flotte auf Exegol will, beziehungsweise eine große, starke Präsenz und Macht aufbauen möchte. Ob Thrawn nun ein doppeltes Spiel spielt und selbst probiert, an die Macht zu kommen, und ob Ezra, der aus meiner Sicht dann der neue Sabayoff ist, korrumpiert wurde von Imperator, der denjenigen ja schon versucht hat, in Rebels zu verführen, das sei alles dahingestellt. Interessant wäre nur, dass man tatsächlich dank der gleichen Ausgangslage eine ähnliche Geschichte erzählen könnte. Es würde die Einführung vieler Personen möglich machen und den Machern die Möglichkeit geben, viele der Logiklücken zu füllen, die uns die neue Trilogie gebracht hatte. Zum Beispiel könnte man eine Mara Jade auftauchen lassen, einen absoluten Fanliebling. Dieser aber am Ende an dieser seriengreifenden großen Schlacht sterben lassen, was die Verbitterung eines Luke Skywalkers erklärt würde. Der in Mara Jade verliebt ist und das Ganze würde einen Luke Skywalker aus 8 vielleicht ein klein wenig verständlicher machen, der daraufhin sehr verbittert über die Jahre geworden ist. Denn dass die Liebe einen Skywalker durchaus verändern kann, wissen wir definitiv schon seit Anakin. Man könnte eine Art Bruder von Rook einführen, um wieder das alte Nogri-Ende hineinzubringen und das Ganze aber mit dem traurigen Plot-Twist, dass Thrawn der heimliche Held der Geschichte ist, der das Ganze ja nur wollte, um eine große Flotte zu haben für den Krieg gegen die Grisk und den Imperator deswegen als wahre Stärke vielleicht betrachtete. Und Ezra Bridger könnte hier sogar noch als größere Brücke dienen. Denn nach dieser serienübergreifenden Geschichte, von der ich ausgehe, dass es wirklich ein gewaltiges Spektakel wird, wo man viele Charaktere und andere Serien, Bücher, Comics ineinander greifen lassen könnte, könnte man den armen Ezra gewissermaßen sterben lassen und somit den Grundstein für Snoke setzen. Denn wir wissen ja bereits, dass Snoke sagte,
Er hat den Aufstieg und den Untergang des Imperiums gesehen. Dass Ezra Bridger an Imperiumstag geboren ist, ist durchaus bekannt. Und auch die restlichen Background-Stories würden ziemlich gut auf ihn passen und ihm einen ganz anderen Touch geben. Natürlich ist ein so gewaltiges Crossover nicht wirklich wahrscheinlich, sonst hätte man wohl einen neuen Schauspieler für Luke Skywalker gecastet oder ähnliches und ihn nicht animiert in The Mandalorian. Jedoch würde eine solche Story, die die Serienbücher und alles überspannt, den Machern die Möglichkeit geben, derart viele Logiklücken zu fixen und den Legends-Fans das bieten, was sie einbüßen mussten über die Jahre. Hier hat man die Möglichkeit, eine alte Wunde zu schließen und das Ganze gleichzeitig aufzubauen, um die Leute gemeinsam Hand in Hand in den Kanon gehen zu lassen. Ich persönlich würde mir eine derartig große Geschichte wünschen, die viele der Dinge einfach wieder gut machen würde. Aber jetzt seid ihr dran. Was würdet ihr euch wünschen oder was könnt ihr euch für die Serien vorstellen? Ich könnte noch endlos darüber weiterreden, aber jetzt will ich einfach eure Meinung wissen. An der Stelle kurz nochmal zur Reise der Nearly Hope. Kapitel 7 ist natürlich schon in Arbeit, das Cover habe ich bereits fertig. Hier nochmal Dank an den Dennis für die wirklich unglaublich geile Arbeit an den animierten Schiffen, die ich jetzt in meinen Covern von Zeit zu Zeit verwenden werde. Und ich hoffe, dass ich es bald rausbringen kann. Hier allerdings nochmal die Warnung, ich werde auch dieses letzte Kapitel noch einmal teilen, da ich die 15 Minuten Länge wirklich als sehr angenehm erachte. Sowohl für mich zum Arbeiten, als auch zum Hören. Die Reihe bleibt aber auf jeden Fall noch extrem spannend, 4000 Jahre vor der Skywalker-Saga. Hört einfach mal rein, wenn ihr es noch gar nicht gehört habt. Es ist eine extrem spannende Reihe, die parallel zur KOTOR-Geschichte spielt.